Guess who's back? Back again. Shady's back. Tell a friend. Guess who's back? 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 Guten Morgen. Schönen guten Tag. Freunde, wir haben uns hier heute versammelt, um ein Coming Back zu feiern. Und zwar, Freunde, ihr seht's. Jetzt mal ohne Spückes hier. Nee, Freunde, ihr seht's, ich bin wieder zurück hier auf diesem Kanal. Ich hoffe, die meisten von euch haben schon das Video von Noah gesehen, was heute um 12 Uhr online gegangen ist. Denn um 12 Uhr hat er nämlich das Video gedroppt, dass er einen eigenen Kanal macht. Sein eigener Kanal ist auf jeden Fall unten auch verlinkt. Freunde, Fakt ist, ich werde jetzt wieder in Zukunft Videos machen, und zwar einmal auf meinen Fashion-Account, also einmal einfach auf Kjell. Den Kanal solltet ihr vielleicht auch kennen, vielleicht kommt ihr auch von da, vielleicht seid ihr auch einfach alter Hasen und wusstet gar nicht, dass ich einen Fashion-Kanal habe. Auf jeden Fall habe ich einen Fashion-Account, Kjell, wo ich Fashion-Videos drehen werde, ab und zu mal Reactions. Und ich habe jetzt den Kanal hier, wo ich einfach random Stuff hochladen werde. Ihr werdet jetzt auch in dem Video sehen, heute kommt der Spinn-Livestream genau hier online, Freunde. Jetzt im Nachhinein kommt er hier nur als kleiner Einschnitt zuvor, damit ihr Bescheid wisst. Und ja, in Zukunft werden hier wieder Videos von mir kommen. Videos von Noah werdet ihr dann auf Noahs eigenen Kanal sehen. Das heißt, das ist jetzt sozusagen wieder mein Kanal, mein Zweitkanal oder was auch immer. Ich denke mal, ich werde dem Kanal hier sogar einen schönen Namen verleihen, und zwar Wagner Kjell. Und ja, Freunde, ich würde sagen, wir kommen zum Spinnstream. Viele haben darauf gewartet. Ihr werdet jetzt einen Stream-Ausschnitt sehen von meinem Instagram-Account, wo ich gestern eine Spinne gejagt habe. Ganz krasses Ding. Viel Spaß dabei. Was geht ab, ey? Jungs, hab's hier gefunden. Boah, Digga, ich hab richtig Panik jetzt gerade, ey. Was so ein Riesenvieh ist, ey. Was ist die denn jetzt hier? Schlecht gelaunt, ja, Jungs, ey. Habt ihr meine Story gesehen? Auf jeden Fall, ihr fragt euch gerade bestimmt, für die, die jetzt noch nicht meine Story gesehen haben, warum bist du so schlecht drauf? Ey, Jungs. Da war vor, ja, 20 Sekunden Spinne. Ich habe ein Buch geholt, hier, das Buch geholt, um sie zu töten. War weg. Weg vom Fenster. Keine Ahnung, wohin. Und jetzt habe ich sie gerade da übers Schwarze laufen sehen. Aber sag mir bitte, wie zum Fick soll ich die auf den Klamotten töten? Wie soll ich das machen? Sag mir das mal. Soll ich jetzt meinen Pullover anziehen und gucken, wo sie rauskommt? Soll ich jetzt den Pullover wegnehmen, dass sie mir über die Arme krabbelt? Ich schwöre, Digga, ich hab da keinen Bock mehr drauf. Jeden verfickten, wirklich... Jeden verfickten Tag ist eine scheiß Spinne hier. Jeden Tag. Digga, morgens, mittags, abends. Ich pack's nicht, Digga. Ah, du kannst mir den Pulli schenken, auf jeden. Digga, ich schwöre, mir geht's so auf den Sack, das belastet mich richtig, dass hier jetzt wieder eine Spinne hängt. Wirklich, Digga, die ist irgendwo da. Aber ich kann sie nicht mehr sehen. Ich kann das nicht, Digga. Oh, Hurentochter. Digga. Und, ja, Mia, ohne Witz, ne? Also, ich mein's halt ernst. Ich pack das nicht mehr. Es geht mir so, Alter. Ich weiß, dass sie da irgendwo ist. Und ihr seht in der Story, das ist jetzt auch keine kleine Furzelspinne oder so, wie die manchmal da oben irgendwo hängen.
Es ist halt wirklich eine. Muss doch nicht sein. Nimm Staubsauger. Jo. Und das Ding ist, ich will, dass die Viecher sterben. Elendlos sterben. Wirklich. Wirklich, wirklich, wirklich. Heul nicht rum, Lan. Was ist los, Ymir, alter Junge? Ymir, das sind fette Spinnen, die jeden Tag in mein Dreckszimmer sind und die nichts zu suchen haben. Sikalan, wo bist du? Boah, Alter, habt ihr es gesehen, wie ich die hochgeworfen habe? Wow, Baby. Alter, ich schwöre euch, ich habe halt gerade Herzklopfen. Ich schwöre bei Gott, ich habe Herzklopfen. Ich weiß auch nicht, warum. Normal, ey, Jungs, kurzer Real Talk. Normal, wenn die eine Spinne ist, hängt sie halt an der Wand. Also dann ist sie an der Wand und ich klatsche sie weg. So, ganz normales Ding. Hier, Fall B. Haben wir eine Spinne, ihr seht es vielleicht, ich habe Gänsehaut am Kopf. Ihr seht's vielleicht hier, Jungs, kleiner hier, ne? Ihr seht's vielleicht, oder ihr wisst's vielleicht, die Spinne ist irgendwo in den Klamotten drin. Oh, 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 da hat sich was bewegt. Nee, doch nicht. Oder? Hä? Oh, boah, ey. Digga, ich tue auch nichts, ne? Ich hab wieder echt. Boah, ich komm richtig ins Schwitzen, Alter. Digga, hat sich doch was bewegt oder bin ich behindert? Es gibt, ja, normal gibt es keine giftigen Spinnen, Digga. Trotzdem habe ich Angst, also nicht Angst, aber. Hurentochter, Alter. Was ist die Scheiße? Digga, Sauger ist doch jetzt auch keine Option, Jungs, Mann. Alter, hab ich mich gerade erschrocken, Digga. Tschüss. Ich bin mir nicht sicher, dass sie da reingelaufen ist. Drecksvieh, yo. Boah, Alter, Junge, ey. Schlag die los. Junge, komm doch selber hin und schlag die weg. Jungs, 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 Jungs. Ich hol's den Sauger, yo. Aber dann hätte ich Schiss, dass sie nicht direkt weg ist, yo. Ach, Junge, ich weiß doch auch nicht, Alter. Aber. Es kann halt sein, dass sie dann nicht direkt weg ist, so. Eins. Jo. Nee, macht null Sinn, Jungs. Weil, wenn ich den Sauger jetzt auf volle Pulle mache, dann ziehe ich die Klamotten ja weg. Dann saugen die sich ja daran fest. Und das ist ja nicht die Mission. Wir wollen ja, dass die scheiß Hurenverfickte Tochter weg ist. Ey, ich habe auch Angst, dass sie wieder irgendwo hingekrabbelt ist, wo ich no chance hab. Hol Nordstadtmänner, letzten Fick sind die Nordstadtmänner, Digga. Ja, ich stichel jetzt erstmal ein bisschen rum und check mal aus hier. Erstmal die Klamotten sichern, jo. Die ist irgendwo da, glaube ich, Digga. Irgendwo da ist die. Ich habe das Gefühl, dass die da irgendwo reingekrabbelt ist, aber like I said, kein Plan so. Nee, ich habe sie vorher noch hier rüber krabbeln sehen, ey. Macht mich echt fertig. Erstmal Shisha-Schlauch sichern, Jungs. Ihr wisst Bescheid. Die ist da irgendwo, du kleine Tochter, Alter. Du bist da irgendwo. Das macht mir echt zu schaffen, ey, ehrlich. Boah, ey, die ist da doch. Oh, Mann. Werd mal Kammerjäger, ein Scheiß werde ich, Alter, ehrlich. Ein Scheiß werde ich. Oh, okay. Okay, die Cargo, da ist sie nicht mehr drauf. Ich stell vor, die krabbelt jetzt auf mich zu, ne? Ich würd echt schreien, Real Talk. So, Digga, die ist hier nicht mehr. Ich kann ja nicht drauf planen, ne? So, Tasche sichern. Okay, haben wir. Fuck. Ja, da ist sie. Okay. Jo, Jungs, jetzt wird's ernst, okay? Ich bin richtig am Schwitzen, Digga. Da ist das Drecksvieh. So, Schlauch weg und dann Sauger auf volle Pulle, ne? Nee, oh, weg wieder. Fuck, Alter, ich dulli. Fuck, ich hab verkackt, Digga. Ich hab verkackt, Digga. Oh mein Gott, Junge. Oh, Digga, ich bin so am Schwitzen, Digga. Habt ihr sie gesehen, Jungs? Schreibt mal rein. Hat man sie gesehen? Na,
Man hat die 100% gesehen, Digga. Und dann ist sie komplett weg. So, wisst ihr, was ich meine? Digga, hab ich eine Behinderung, Digga? Oder bin ich mit geistig hängen geblieben, Digga? Ey Jungs, jetzt mal im Ernst, die muss doch hier im Pullover sein, oder irre ich mich? Schreibt mal rein, jetzt mal auf logisch. Muss da drin sein, oder? Im Pullover. Seid mal ehrlich. Seid mal ehrlich, Jungs. Muss im Pullover sein, ne? Jo. Ne, bist du da? Da ist sie, da ist sie. Sauge an, Jungs, sauge an. Seid ihr bereit? Da. So, ich fackel jetzt nicht länger rum, Digga. Volle Stufe, volle Kraft voraus! Nein! Jungs! Oh mein Gott, was? Nein! Ich weiß nicht, ob ich sie hab! Jungs! Oh! Na! Juhu, ja! Hab sie.